Immerhin haben wir jetzt bei Eve schon mal. Der da fehlt noch. Azael fehlt noch. Azael ist sehr stark, aber hat wenig Leben. Gucken wir mal. Ob wir mit Azael was Cooles kriegen. Ach ja, der konnte von vornherein ja fliegen. Toxic Breath. Oh nein, und dann hatte der eine Charge Attack. Und nicht ein Herz. Ist das ärgerlich, ey. Das war so ein cooler Run. Ich zwei goldene Räume hier quasi. Okay, also soweit ich atme, habe ich scheinbar ein bisschen Schutz um mich herum. They pack a punch. Isaac now has a chance to fire instead of normal tears. To fire a fist instead of normal tears. Aber dadurch, dass ich keine Tears habe, ist das Item absolut sinnlos für mich. Ah, okay. Es kombiniert sich trotzdem. Okay. Oh oh. Ja, ich kann ja fliegen. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Hätte mir das hier irgendwo was genützt? Ja. Oh, wie dumm. Aber man hat halt so selten einen fliegenden Char, ja. Das ist eine andere TNT-Bombe. Okay. Wenn ich fliege. Gott, der trifft, kriegt er dann trotzdem Schaden, wenn er durch die Tür geht? Nein, kriegt er nicht. Das ist ja nice. Damage und Tears up. Okay, jetzt habe ich Damage bekommen. So eine aufgeladene Attacke könnte viel Damage machen. Und warum sind da zwei Türen? Ich mag den Boss nicht. Weil man zum einen nie weiß, wann sein Laser kommt und er super schnell rüber switchen kann. Okay. Nein! Ich würde gerade sagen, wir haben ihn und dann kommt das. Speed up! Nützt mir nur nichts bei dem Charge. Es kommen echt zwei Monster.
You unlocked something from the purge. Tears up. Oh Mann, ich krieg so viel, was zu Tears ist, aber ich hab keine Tears. Kostet 3 Seelenherzen. Wenn ich das mache, sterbe ich. Wobei diese Grumpy Katze. Ist sie nicht Gumpy? Da ist die Katze. Dead Cat. Isaac's health is set to 1 and he also gains 9 extra lives. Each time Isaac dies, he will respawn with 1 hurt. Has a chance to drop from the super bridge, bla bla bla. The floating dead cat head that follows you will disappear when you are on your last life. Very useful for the lost. Counts for one of the... Guppy hieß es. Transformation. Guppy, oh, es gibt zu viele Guppy. Tail, Head, Paw, Brimstones. Okay, und das andere ist ein Familie. Oder also ein Schatz in Specific Tears, die jetzt 3,5. Ich weiß, bin mir gerade nicht sicher. Ich habe 5 Leben. Ja, mit einem Leben zu sterben, die Chance ist natürlich hoch. Auch wenn man dann 9 Wiederbelebung hat. Aber ich mach mal so. Ah, Mist, so kann ich nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich das auch noch nehme und dadurch sterbe. Und dann aber wiederbelebt werde durch seinen eigenen Effekt. Kacke, den Familie hätte ich sonst nicht genommen. Der Gabi-Char wäre eigentlich ganz gut. Ja, ich kann ja fliegen, schon wieder vergessen. Also sobald man in meiner Aura ist, kriegt man Schaden. Zählt aber nicht für Kackhaufen. Ich habe aber keine Pilze gefunden. Stimmt, weil ich gerade so blöd stand. Eigentlich hatte ich bisher immer das Gefühl, dass Pilze eine hohe Chance hatten, was zu droppen. Aber scheinbar kann man auch einfach unlucky sein. Use this item, freeze all enemies in the room until you press the fire button again. The fire button. Or 30 seconds later. Unlike other active items, bosses are not immune to this effect. Touching a frozen enemy will still hurt you. This item does not affect troll bombs, they will still explode. Okay. Kann sogar ein Boss einfrieren.
Group is moving. Schade, ein Seelenherz wäre schön gewesen. Tears up. The Hermit. Na toll. Da ich vermutlich beim Boss sterbe, gebe ich mal alles aus. Oh Mist, vielleicht Charge. Der Wegstoßeffekt ist cool. Aber ich hätte gerne eine höhere Reichweite. Damage und Range Up. Aber scheinbar nicht für diesen Laser. Alter, was ist denn das für ein Raum? Sind das die normalen Feuerfackeln? Ih, mein eines Auge sieht ziemlich eklig aus. Tja, nützt mir alles nichts mit diesem Charakter. Was hätte, was ihn wieder aufladen würde. Aber mit seiner Attacke ist schon kacke. Speed und Damage. Nützt mir nur alles nichts. Alter. Nein! Da wäre gleich der nächste. Okay. Tears up und Knockback Shock. Das nützt mir aber alles nichts mit dem hier. Gut, der Knockback wäre vielleicht drinne. Yes, Speed, aber Damage down. Startet man mit dem Fool? Aus welchem Grund? Was hat man von dem Fool? It hurts so good, plus 5 bombs. Oh, gleich noch einer, geil. Explosive Shots. Okay. Vor allem, er wird auch weggedrückt. Seinen eigenen Schüssen. Was ich mich frage, ist, ob ich damit Wände triggern kann. Von so einer kleinen fucking Spinne.
Nur weil meine Attacke gecharged werden muss und das nicht immer so klappt, wie ich das gerne hätte. Ah ja, ich krieg tatsächlich Wände damit auf. Ich bin kleiner. Oh, dieser Wurm. These chinks grow in size as they across the room. Does not appear to affect your damage and only the hitbox size of tears. Nützt mir nichts. Oder hat eigentlich keinen Einfluss auf mich. Auf jeden Fall sehr böse, aber mit dem Charakter muss man erstmal klarkommen. Also mit dem Attack-Pattern. Ist halt so verzögert, ja. So, das sieht aus wie eine Batterie, oder? Batterie. Ja, ist es auch. 9 Volt. Automatically gives you 1 bar of charge after using a spacebar item. Ich habe aktuell keins. Fully recharge your current spacebar item when pick up. Cause the sharp plug into to become useless for 2 plus recharge items. Due to the fact that you can never have null charge on your spacebar item. Any item which are normally a room recharge are now timed instead. Lohnt sich das, das jetzt zu nehmen? Eigentlich nicht, oder? Könnte Geld spenden. Ich mach mal hier. Oh, meine Bombe bekommen. So, The Fool werde ich auch gleich benutzen, dann muss ich nicht mal runterlaufen. Dann gehe kein Risiko ein, dass ich die aus der Seele benutze. Der Wurm. Den fand ich immer sehr gefährlich. Ist sogar noch was gewesen. Mann, wenn ich davon nicht was habe. Wieder ein Doppelmonsterraum. Range up. Aber ich glaube, Range bringt mir nichts. Das ist am Gift gestorben. Achso, dieser Giftrahmen, den ich bei mir hatte, der war ein Effekt.
Wir haben unser erstes richtiges Herz. Geil. Was wir jetzt gleich abbauen könnten. So, das ist wieder so ein Famila, der um mich herum schwört, wenn ich mich nicht täusche. Da ist er. Hammer that follows ice leaves blood creep on the floor. Hurting enemies that walk over it per tick counts as one of three items toward the conjunction transformation. Leben hätte ich genug, aber so hätte ich ein aufladbares Herz. Ach komm, wir machen es einfach. So kriege ich in den Hades-Räumen wahrscheinlich auch was angeboten, was ich mit Hades-Herzen machen kann. Kann ich aber auch jeden Pilz mitnehmen, den ich finde. Was war denn das? Irgendwie hat das gerade früher gezündet. Zweimal Speeddown. Das war weniger cool. Komm, so eine Gegner, die explodieren. You stink. Pulswurm, use the Aper. Use the Aper. When healed, gives the skull effect only in certain rooms, which will turn hostile files to neutral and stop others from shouting. Attack, dart, and ring flies turn into neutral black flies and pattern, and pet flies will no longer fire at you. Okay, das klingt auf jeden Fall besser als das Ding, was ich da hatte. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier könnte was sein. Nehmen jetzt jede Wand mit. So, diese Schatzkarte. Ist das die? Ne, ist eine andere. Map? Ah ja, bei Map bin ich. Treasure Map. Reveals the entire map for every floor except the secret room location. Does not show the icons for any unexplored rooms. Can still help you guess which direction the boss room is in, due to the fact that the boss room is usually in the room furthest away from the first room. Naja. Das zählt ja, denke ich, jetzt für jede Ecke. Aber irgendwas stand da noch. Except secret room location. Das heißt, ich sollte trotzdem immer noch die Wände absuchen. Und stellen, wo es vielleicht möglich wäre. Normalerweise werde ich ja nicht getroffen, aber...
Goldbaum. Depression. Das klingt nicht gut, aber es scheint ein Follower zu sein. Isaac gained a cloud familiar that follows him and leaves the trail, bla bla bla. Also das gleiche wie die andere. Enemy touching the cloud have a chance to activate the Crack's Sky Effect, which spawns a light beam that deals damage equal to the tier damage plus 20. Nice. Hat aber keinen Conjunction-Effekt. Health Up. Das Schöne an Health Up ist, es ist immer ein richtiges Herz. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade Leben bekommen. Beim Gegner töten? Nice. Sehr schön. Nochmal Meatball. Schade, es kostet aber Herzen. Ich hätte lieber Seelenherzen geopfert. Aber ich glaube, das war blöd. Die Schaufel, das war doch nur, dass ich einen Baum, ein Dings überspringen kann. Spawns a Trapdoor of Isaac, which allowed Trapdoor has a chance to become Crawler, Black Market. Ja, nee, dafür werde ich nicht ein echtes Herz opfern. Darkness. Aber ich sehe die komplette Karte, das ist nett. Aber keine Secret Rooms. Ein Seelenherz. Das haftet sich ja eigentlich an das Ding, genau. Darkness finde ich eigentlich uncool. Weil dadurch, dass ich hier total beleuchtet spiele, sehe ich natürlich kaum was. Ich nutze mal aus, dass ich fliegen kann. Vermisse ja immer noch einen. Das Item, was man vom Dings bekommt. Ein Iro. Fortune Machine. Ist das normal, dass der sowas macht?
Ja, scheinbar schon. Da war Geld drin. Alles nur Bomben brauche ich nicht. Wenn ich direkt danach wieder drücke, dann macht er... kein Strahl, sondern... wie so ein kleiner Bomb. Bekommen. So, dieses rote Ding. Diese Teile hatten wir vorher schon, aber mit Repentance ist was Neues dazu. So, ich hab's, glaube ich. Da ist es. Minus Speed Down. While in Hostel Room, your speed raises at a rate of 0,65 per Game Tick. When you hit a speed start of 2.0, Isaac will gain Invisibility Effekt vor 5 Sekunden. Increasing speed and following him to run into enemies to deal 40 damage per hit. The time it takes for the effect to activate becomes shorter with the higher base speed stat. Mein base speed stat ist 1. One of the 12 Zodiac Items. Okay. Das klingt ja eigentlich ziemlich nice. Gut, ich bin minimal langsamer. Ja, wobei es schon bemerkbar langsam ist. Ich kann ja mal warten, per Game Tick. Ob ich das an meinem Dings sehe. Und vor allem, wie sich das Rote und das Weiße mischt. Noch einer. Aber keiner, der mir was nützt. Aber Leben haben wir erstmal gut. Money! Noch ein Famila. Es wird eine Famila-Runde. Und ich kriege ein neues Herz. Sehr schön. Alter, der Raum ist riesig. Und das war gerade sehr knapp. Ah, jetzt habe ich den Invisible Mode. Schon gewundert, was da passiert. Unten links oder unten rechts? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. Also theoretisch müsste unten links der Boss sein. Ah nein, warte, ich gehe mal so rum. Vielleicht ist da ja ein Zwischenweg. Boah, obwohl ich fliege, saugen die mich ganz schön rein.
Da ist ja noch einer. Was ist das denn? Sieht aus wie so ein elektronisches Spielzeug. Kleiner Roboter-Freund. Mal gucken, vielleicht sehen wir ihn ja. Da ist er auch direkt, krass. Technologie 2. Isaac now also have a laser with unlimited range, which fires continuously and does damage very rapidly. Minus 35% Damage. 0,65 Damage Multiplier. The laser can apply status effect like poison rapidly due to how often it hits. In repetence, the hit detection has been improved. Technology fires in straight line. Das klingt ja nett, aber ich weiß nicht. Ob das überhaupt mich affected. Oh nein! Ah doch, ich habe trotzdem noch meine Attacke. Oh, ich dachte schon. Ist ja witzig. Das ist ja witzig. Und böse auch. Aber jetzt sehe ich nicht mehr, wann mein Charge aufgeladen ist, wollte ich gerade sagen. Und dass das auch noch vergiftet ist, böse. Ich habe auf jeden Fall Geld. So ein Coin-Raum war gut und da ist auch einer, aber es ist Greed. Schwein gehabt. Und jetzt wäre ein Coin-Raum erst recht gut. Man sieht es halt wirklich schlechter. Ob ich jetzt. Das waren 20er oder 30er, ich weiß es nicht. Hatte nicht geguckt, wie viel ich vorher hatte. Aber ein verkraftbares Übel. Bin so langsam. Oh, und deswegen kommt man da auch dann nicht weg. So, mittig. Alter, sehr schön. Und wieder ein Herz bekommen. Warum? Generell bei einer Attacke? Oder wenn ich weggedrückt werde? Keine Ahnung. Ich kann doch wohl kaum gerade. Achso, ich bin ja wieder voll. Das sind sogar schon die verbesserten. Knockback hat mich gerade, glaube ich, beschützt.
Wusste ich doch, dass das ein Multiplier ist. Oh, das ist die Dauer auf der Fliege. Das ist sehr schön. Ein Seelenherz. So langsam komme ich an Herzen. Hätte ich nicht gedacht. So, ich will mal kurz noch wegen der Karten gucken. Ace of Hearts. Ace of Hearts. All pickers turn into hearts. Two of hearts. Health down. Nein, danke. Ja. Kann eigentlich langsam machen. Unversumpfer! Hier size in range. Merkt man aber nicht. Eine Puffy Item. Schön ist, dass ich jetzt wegen so kleinen Sachen nicht mehr meine Dings aufladen muss. Wie ihr guckt. Guppy. Guppy's Paw. When used, remove one heart container and gives you 3 soul hearts. Bone hearts can be converted. Bone hearts? Sind das die schwarzen? One of the 3 Guppy items. So, ein normales Herz ist weg. Ich krieg ja gleich eins wieder. Frage ist, was er zuerst macht. Warte mal, da kann was bei rauskommen. Deswegen mache ich erstmal so. Am Ende kann ich es ja immer noch zerstören. X-Lex. Ist das ein X-Lex? X-Lex. Steht da noch was anderes? Okay. Hat er hin uriniert. Schon wieder das. Da können potenziell auch gute Sachen mehr rauskommen. Wir hatten es ja auch schon, dass da Geld richtig rauskam. Ja, zack. Sehr schön. So, 15 haben wir, glaube ich, verbraucht. Oder 10. Was ich auch nicht weiß, das Maximum an Herzen gibt und ob wir das gerade erreicht haben mit 2 vollen Leisten. Stimmt auch wieder so eine X-Lex. Und Geld wieder zurück. Das ist tatsächlich X-Lex.
One makes you small. Ich bin noch kleiner. So, ich versuche jetzt mal das Guppy-Item zu benutzen. Ich habe 4,5 rote Herzen. Ah ja. Und ich kriege 3 Seelenherzen, hieß es. Und er hat leider ein rotes Herz zuerst benutzt. Das ist natürlich schade. Ich habe ein Seelenherz dafür bekommen. Naja, jetzt haben wir wenigstens Gewissheit. Und der Laser geht halt einfach alles durch. Doch einfach Bomben werfen, wir haben jetzt so viele. Aber Bomben bergen immer noch das Risiko, dass ich selbst getroffen werde. Aha. Das ist wieder die Perle von Mom wahrscheinlich. First Eye, Charge Slot. So, sicher ist sicher, ich gehe außen lang. Scheinwerfer, das habe ich gar nicht gesehen. Aber wir haben ein Seelenherz wieder. Okay, also mehr als das, was ich habe, kann ich nicht haben. Schade eigentlich. Hätte ich mir vielleicht lieber aufheben sollen. Gedacht, dass jetzt die Laser auch da sind. Open Eyes and See. Jetzt sehe ich alles. Jetzt kann ich es mir ersparen, überall zu gucken. Oh nein, das sind die. Range. Play the magic mushroom effect with increasing size and all stats by 1 for the current room. If you use a strange card with 12 heart container, it will take you down to 11 when leaving the room. Okay, das klingt also nicht so gut. Ein Poloch. Was macht das Poloch?
Da ist es. Belly Button drops a random trinket on pickup, gives you an extra trinket slot. Ich habe schon wieder vergessen, was unseres macht. So, das ist glaube ich der Mustaco. Ja, Tatsache. Mom's Zehnagel. Mom's leg will now appear every 60 seconds and stomp down randomly in the room, dealing 300 damage to enemies, similar to how Daddy Longlegs works, but less frequently. Be warned through Mom's leg can also stomp and hurt Isaac. Ich weiß nicht, aber 300 Damage, das ist extrem viel. Wie gesagt, diese Wolke oder das Ding, was roten Boden macht, macht 2 Schaden an Berührung. Die Wolke macht 20, glaube ich, hieß es. 300 extra Damage. Aber wenn es so dunkel ist, sieht man es halt vielleicht auch nicht, ja. Ich habe so viele Leben, es wäre schade drum. Dann mache ich lieber das hier mit irgendwas voll. Ist das da wieder eine Batterie oder eine Mütze? Ach, da ist es sogar direkt. Battery Pack. When pick up this item, fully charge your currently held active item and drops between 2-5 Battery Pickups. Nichts, was mich interessiert. Ich weiß nicht, was das da macht, aber ich kann es mir denken. Irgendwie random Item wahrscheinlich. Reusable Card Generator. Hero Fund. Das Guppy-Ding ist halt gut, wenn ich am Sterben bin. Aber mit den Karten kann man auch irgendwie was Cooles kriegen. Guppy ist halt besonders cool, wenn ich irgendwie 2 Seelenherzen ist der Hierophant zum Beispiel. Aber in Kombination. Zack, recharged. Karte. The Hierophant. Ach, Mist. So wollte ich das machen. Devil, was ist Devil? Gives the Book of Baya effect for the current room. Increase in damage. Book of Baya. Once upon use gives plus 2 damage. With last for the current room. 1,5 damage multiplier if you have also blood of the martyr. Increase your chance of getting a devil or angel room by 12,5% before afterbirth DLC. This was guaranteed. 100. The effect stacks if used multiple times. Bookworm transformation. Okay. Dann machen. Ach so, das macht nur so ein bisschen. Warum hat das gerade nur so ein bisschen gemacht? The Stars. The Stars. It brought a player to the item room. On a below the warmth, this acts as a random teleport since there are no item rooms for this floor. The Empress. Increase damage and speed. Babylon Effekt. Ist natürlich für den Bosskampf wäre das gut. Nochmal der Devil. So.
Nee, das, das war das mit dem Teleportieren. Increasing damage and speed. Um 10, es ist so um 3,5 besser gesagt. Das wird jetzt ziemlich geil, glaube ich. Unverbindungsverkehrsmodus. Oh, schade. So, dann hole ich mir gleich noch ein Buch wieder und vorher gucken wir mal, was hier noch ist. Krampus Rage. Aber das Reusable Ding finde ich, glaube ich, besser. Oh nein, ich komme nicht mehr zurück. Ich wollte mir eigentlich wieder die Karte holen. Na dann, geht's weiter. So, immerhin haben wir einiges an Leben. Spawns a beggar, has a chance to be a demon beggar. Killing a devil beggar, keymaster or shell game beggar gives you an increased chance of finding angel rooms instead of devil rooms. See the dedicated devil room page for more. Da ich mit ihm noch gar nichts durchgespielt habe, ist es mir eigentlich egal, was kommt. Was? Hat er mich noch getroffen? Ja. Und das hat mir gerade ein ganzes Herz abgezogen. Das hat reingehauen. Das ist so ein Ding, hab ich gerade schon gewundert. The Emperor. To the boss room in the current floor. Dann kriege ich das jetzt. Den hatten wir doch schon so oft gerufen. Ah, diese komische Hand.
Möge meinen, ein gelbes Item würde bei all diesen schwarzen Dingern. Ah, da ist es, auffallen. Lucky Food, plus 1, plus 1, plus 1 Luck Up. Better chance to win while gambling at the Shell Game and Fortune Telling Machine. Higher chance to get a random drop after cleaning a room. Ja, das ist doch super nice. Getroffen wurde. HP hoch. Plus 3. Nee, das war einfach mein Herz. Schönes, dass es wieder aufladbare HP ist. Der Laser war echt eine Bereicherung. Ohne den Laser würde ich halt wirklich nur Schaden machen, wenn ich angreife. Weil wenn ich loslasse und gecharged habe, was ich ja nicht wirklich immer mache, zumal man es auch nicht immer schafft. The Sun. Bin echt raus, was die ganzen Karten angeht. Ich werde die auch doppelt und dreifach angucken jetzt. A card with three uses. A full heal deals 100 damage to all enemies in the current room and revives the entire map. Treasure map plus compass. Und das war zum Bossraum teleportiert werden. Nö, dann bleibe ich mal so. Auge und die beiden Lasertypen, die hätten wir völlig machen können. Das war gerade lucky. Save the world. Okay, das macht auch die komplette Weltkarte auf. The world. Mit allen Icons. So, aber dieses schwarze Ding kenne ich nicht. Ah, da ist es direkt, ein Afterbirth-Item. Some tears will randomly become a black tooth that deals double your normal tear damage and can poison enemies. Habe ich jetzt natürlich nichts von. Aber schaden kann es auch nichts. Ui. Und ich sehe es auch direkt. Huch, ich habe eigentlich gar nichts gedrückt. Second hand, irgendwas. Increase the times that status effects stay on enemies. With poison effects, the damage over time will last longer. So, und wie heißt das hier? Diapa, you stink. This is a scatter effect. Only certain rooms, which will turn hostile fights neutral to stop others from shooting. Attack, dart, ring fights turn into neutral black flies. And putters and fat flies will no longer fire at you. Okay, aber Fliegen war nicht mehr lange kommen. Egal. Wir nehmen die beiden, genau, weil das Ding da hatte gar keinen Effekt. Achso, wir haben jetzt die komplette Karte erkundet. Ich bin so langsam, aber langsam sein kann auch manchmal von Vorteil sein. Damit man sich nicht selbst fällt. Oh, der ist größer als der eben. So wie Bomben. Aber gut, ich brauche da natürlich auch keine.
bin. Und es hat natürlich ein ganzes Herz verbraucht. Magician. Die Sun hebe ich mir mal auf für den Endbosskampf, würde ich sagen. Außer ich krieg bis dahin wieder irgendwie The Billiard oder irgendwas. Bei denen ist immer am besten, einfach in Bewegung zu bleiben. So, jetzt ist die Map nicht komplett abgedeckt. Hier kann jetzt also überall was sein. Hey, die sind. Ich hätte auch nicht die Sekunde warten können, oder was? Der ist so geil. Ah, da ist der Devil. The Sun. Brauche eigentlich keine Bomben. Schwein gehabt. Hatte dieses Loot Plus. Eigentlich wäre geil. Ah, krass. So schnell hätte ich ihn gerade nicht erwartet. Und es gibt nur ein blödes Herz. Plus 2. Oh, ich seh's direkt, geil. Gives Isaac a higher chance to find hurts from drops after cleaning a room from chests. Herzen. Zählen da auch Seelenherzen und so rein? Oder länger Poison-Effekt und ich mache ja Poison mit jedem Schuss. Momentan sind uns, haben wir schon genug Herzen.
ein Hermit. Die 9. Player to the shop. Okay. The Hermit. Es gibt keinen Shop. Hat er mich zum Eingang? So, jetzt gehe ich nochmal oben hin, wo die Batterie war. Die habe ich jetzt extra aufgehoben. Ach lol, warum geben manchmal Batterien nur 2? Dann hätte ich es auch direkt nutzen können, weil genau 2 fehlten vorhin, als ich dort war. Das war reiner Poison Damage. Und sofort wieder weg. Kaputte Ritze sagt mir gar nichts. Die sollte man auch hoffentlich schnell finden. Ist ein neues Repetence Item. Give you a random Z-Ring Effect Room. The effect can be Virus, Roid Page, Speedball, Experimental Threatman, Syntroll und Growth. Hä? Ich bleibe lieber bei den Sachen, die ich kenne. Ich weiß. Increase Damage and Speed. Damage and Speed. Und der Devil war der Beja-Effekt. Ich glaube, da habe ich gerade mehr von. Muss ich mal runter, runter, nein, nicht. Aber wenn man runter, runter, aber jetzt muss ich, kann ich ihn nur nochmal angreifen. Oh, ich hab noch fast angegriffen. So, dann hole ich mir erstmal meine Karte wieder. Krampus. Ich glaube, gegen Krampus habe ich bessere Chancen als gegen. Ein Engel Isaac. Das ist so blind. Oh nein, der schon wieder. Ich fand den so böse, schon beim letzten Mal. Was der ausgehalten hat, heftig. So, eine komische Karte. Da ist er. A missing page. When taking damage, Isaac has a chance to deal damage to the entire room in a Necronomicon style effect. The chance of damage enemy is affected by your luck stat. At 50 or more luck, it will be activated 50% of the time. Ich hab 100, oder? Oder ist das 1%? Kriegt auch. Aber warte mal, wir haben jetzt keine Dingsräume mehr. Das heißt, wir müssen überall gucken, ob es einen Bonusraum gibt.
Oder zwei. Oh, der hat sofort weiter gecharged. Der Unverwundbarkeitsmodus ist natürlich praktisch für den Bosskampf dann auch. Denke ich immer gar nicht dran. Schon wieder eine Devil Card. Aber dass ich mich so aufladen kann. Ich weiß noch nicht, durch welches Item es kommt. Aber ich gönne es auch mir gerne. Das war ich nicht. Oder ist irgendwo noch ein Herz? Da unten, ja. Was ist das denn? Hey, der Doorstop. Doorstop. Erfolg auch bekommen. Spin-off Wheel. Level. Wheel of Fortune. Und wir haben besser Luck. Man merkt sofort, dass ich mehr Glück habe. Oh, wie geil ist das denn? Health. Die beschworene Endlosheit. Items haben wir ja. Geld auch, meine ich. 99 Bombs. Okay. Genau das, was wir nicht brauchen. Jetzt ist es kaputt. Aber gibt noch $1? Da ist es. Give Isaac 99 Coins. Tatsache. Can drop from an exploding slot machine. Vor allem. 99 Bomben, 99 Coins. Aber ich kann nichts mit beiden anfangen. Mr. Greedy. Brauche ich aber nicht mehr. Oh, da ist wieder The Sun. Wenn ich mich nicht irre, war The Sun besser als The Devil. Ja. Lädt komplett auf, macht 100 Schaden im gesamten Raum und revit die komplette Karte. Aber ich glaube, das benutze ich lieber als Karte.
the sun. Boah, Charge Attack. Nicht mal langsam. Power Pill. Alter. Was seid ihr denn? Something wrong war, glaube ich, negativ. Bounce a pool of black creep beneath Isaac. War so klar, dass beim Rausgehen das passiert. Okay. Temperance. Spawns a blood donation machine. Temperance. Das opfert nur Herzen, ja? Ich ja immer wieder aufladen kann, scheinbar. Na gut. Danach zum Boss. Bin ich gerade durch den Gegner durch, weil ich dachte, der Effekt jetzt, genau daran habe ich eben schon gedacht, dass das passiert ist. Noch eine Devil Card? Ja, jetzt habe ich zwei Devil Cards. Ich habe so viel Geld. Ich bin wieder voll. Bin so schnell. Vielleicht schon jetzt meine andere. Ja. Okay, zwei Phasen, super schnell. Und deswegen wollte ich auch Sampus kämpfen, weil ich wegen der Beinphase wusste, dass man hier gleich mehr auf einmal treffen kann. Geschafft! Oh, geil. War so ärgerlich, dass das vorhin verkackt haben, ey. Aber krass, wir haben heute drei Runs gemacht und alle drei geschafft.
The demon tail has appeared in the basement. The negative has appeared in the basement. War leider kein neues Ende, schade. So, aber dafür haben wir jetzt endlich auch mit Azael mal komplett durchgespielt. Read Mode müsste ich vielleicht mal machen. Lazarus. Mit ihm mal den Hard Mode spielen. The Poop, den mache ich beim nächsten Mal. Und Judas. Mit den anderen haben wir wenigstens ja zwei Sachen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.